Ja, hallo und recht herzlich willkommen zum Video 143. Wie jeden Freitag 16 Uhr bin ich für euch da und zeige, was ich in letzter Woche alles Schönes an meiner Modellbahn gemacht habe. Ich bin Uli und darum geht's heute. Und zwar sehen wir im Hintergrund schon, ich setze dieses Mal noch ganz jetzt am Anfang an das vorletzte Video, wo ich diese schwarzen Wände, die wir im Hintergrund gerade sehen, wo ich die gemacht habe. Und zwar hatte ich ja ganz zum Schluss noch gebracht, dass ich da Steine aufgeklebt habe und habe das Ganze natürlich noch verfeinert und weitergearbeitet. Wir sehen es jetzt hier schon. An diese Stellen, wo überall der Spachtel dran ist, habe ich Steine aufgebracht, um auch damit die Übergänge ein bisschen zu kaschieren. Hier vorne sehen wir jetzt noch einen kleinen Übergang auf der rechten Seite. Auch der ist nachher fast verschwunden, wenn ich dann ein bisschen durch bin. Das habe ich jetzt hier auch nicht mehr drin. Das werde ich auch gar nicht mehr zeigen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Aber ihr seht schon, ich habe tatsächlich echte Steine wieder eingebracht und habe die jetzt hier verklebt mit Weißleim und pinsel das jetzt natürlich schwarz, nachdem ich alles verspachtelt habe. Das wollte ich euch am Anfang des Videos nur noch schnell zeigen, weil das bringe ich sonst gar nicht mehr zum Thema. Außer wenn ich später dann natürlich die ganze Landschaft gestalte, weil viele schreien immer auf, warum ich die Steine schwarz male. Natürlich, damit alles ein einziges Bild ergibt und nicht irgendwo ein buntes Wirrwarr von Steinen, wie es sicherlich in der Natur vorkommen mag. Aber trotzdem soll hier bei mir alles ein bisschen nach einem Konzept sein. Und zwar habe ich das bei mir in drei Teile eingeteilt. Man erkennt sehr deutlich den mittleren Teil, was ich da für Steine gesetzt habe, ganz deutlich den linken Teil und auch den rechten Teil. Damit beginne ich nämlich heute und zwar mit der Unterkonstruktion. Wir haben ja damals schon gesehen, dass ich oder wo ich hier diesen ganzen Module gebaut habe, dann aus diesem Hartschaum. Dann hatte ich das beschnitten, dann habe ich da ja die Gage drauf geklebt, alles mit ordentlich Weißleim eingepinselt. Und jetzt kommt natürlich der letzte Schritt und den habe ich natürlich mir ein bisschen Zeit gelassen und alles erst auf der linken Seite fertig gemacht. Das Verspachteln. Und wenn ich sage, kein Gips bei mir, das ist tatsächlich kein Gips, mit dem ich hier arbeite. Das ist also ein Spachtel, den ich benutze. Der macht sich meines Erachtens viel besser. Wer der Gips, ich habe damit ja doch relativ schon oft rumexperimentiert, der hat mir nicht so diese schönen harten Kanten, wie ich die nachher am Ende dieses Videos hier hinbekomme. Am Anfang sieht man natürlich auch hier die typischen Verschmierspuren irgendwo. Es trocknet relativ langsam. Ich weiß, es gibt viele Mischungen, die man sich oben fertig machen kann, dass man Gips mit Weißleim von Anfang an vermischt und dann irgendwo das dann richtig schön hart hinbekommt. Es ist nicht meine Wahl, sage ich gleich. Ich habe tatsächlich hier mit einem Spachtel gearbeitet und dieser Spachtel wird nachher noch nachbehandelt. Das werden wir aber alles im Zuge dieses Videos hier sehen. Ihr seht schon, das ist völlig anders, als ich die anderen Felswände vorbereitet habe, die ich natürlich nur mit Toilettenpapier oder auch Klopapier und Weißleim gemacht habe. Habe ich ja gesagt, auf der rechten Seite werde ich tatsächlich spachteln. Das mache ich heute hier mit. Und hier sehen wir schon, wie ich die Natursteine, die ich da angebracht habe, wie ich die Natursteine alle mit verspachtle jetzt. Auch hier wieder der Aufschrei irgendwann, warum bemalst du das? Du versaust die schönen Steine. Nein, die versaue ich nicht. Die sehen nachher genauso aus wie vorher. Nur, dass eben alles eine einzige, ja, ein einziges Aussehen hat. Das ist das, was mir dabei wichtig ist. Hier sehen wir jetzt den Übergang, wo ich lange mit mir gehadert habe, ob ich den überhaupt baue. Der hat also keinen größeren Grund. Der trennt lediglich den rechten Teil meiner Anlage von dem mittleren Teil. Den könnte ich tatsächlich, wenn ich später mal Ideen habe, dass ich an der Anlage noch verändern könnte, wenn man mal fertig ist, dann könnte ich tatsächlich diesen Haufen, den wir da eben gesehen haben in der Mitte, kann ich tatsächlich entfernen. Also da könnte ich da tatsächlich durchfahren. Aber dann würde eben auch die Arkade, die hier unten links zu sehen ist, die würde dann irgendwo an einem Tunnelportal enden und ob das so schön ist, ich weiß es nicht. Wir warten einfach mal ab, was die Zeit bringt. Wenn ich heute ein bisschen rau klinge, ich habe immer noch mit der Stimme zu tun, ich hoffe, das ist nicht weiter schlimm, aber ich denke, das wird schon passen irgendwo. Und jetzt sehen wir auf der rechten Seite oben das Tunnelportal, das ist ja abnehmbar. Die ganze Wand, die ich gerade verspachtle, wissen ja wahrscheinlich fast alle von euch, die ist abnehmbar. Der Deckel auf der linken Seite ist abnehmbar. Der Boden in der Mitte ist abnehmbar. Es ist alles auseinanderbaubar. Ich weiß, ich werde diejenigen langweilen, die mich schon länger abonniert haben, die werden sagen, mein Gott, muss er das in jedem zweiten Video sagen. Natürlich muss ich das sagen, weil ich habe ja auch neue Abonnenten, die es halt nicht wissen und die wundern sich vielleicht, was ich so an bestimmten Stellen mache. Deswegen werde ich es immer wieder ansprechen. Ist aber auch kein Problem, denke ich mir mal. Und hier sehen wir immer schon, wie ich das Portalchen immer wieder anpasse und einbaue und so weiter und so fort. Auch da habe ich von der rechten Seite, von der Türseite,
die wir da rechts sehen, habe ich auch ein bisschen was gemacht. Das zeige ich euch jetzt aber nicht explizit. Das wird irgendwann mal mit unterkommen im Video. Und oder nicht im Video, sondern in irgendeinem Video mal zu sehen sein, wo ich gar nicht drauf eingehe. Ist aber auch relativ egal. Hier rechts sehen wir zum Beispiel das, was ich meinte, was mir eben nicht gefällt, wenn alles so ein bisschen rundlich noch erscheint. So, ja, keine scharfen Felskanten und so weiter. Das versuche ich natürlich hier auf der linken Seite zu machen. Ist auch nur die Vorbereitung, es geht nachher noch weiter, es kommt noch ein weiterer Schritt. Und jetzt auf der rechten Seite, die linke Seite habe ich, glaube ich, das Arkadenteil habe ich, glaube ich, sogar ausgespart. Ihr seht eben, dass ich mit diesem Spachtel versuche, immer doch recht große Abschnitte in die Felsen reinzubringen mit relativ scharfen Kanten. Und ich denke mal, an den meisten Stellen ist mir das ganz gut gelungen. Und da, wo es vielleicht mal nicht ganz hundertprozentig ist, ist auch nicht weiter schlimm. Die eigentliche Gestaltung kommt ja noch. Ja, das ist der sicherlich die Form, die ich Ihnen jetzt gebe, und ich habe das auch so gemacht, dass ich relativ gleichmäßige Felsstrukturen habe, die, je näher man rankommt, wir sehen es hier nachher, je näher man rankommt, umso detaillierter wird das Ganze zum Aussehen. Entschuldigung, ich bin mir kratzt im Hals, ich habe wirklich ein bisschen schlimme Probleme gerade. Und ja, wie gesagt, und je näher man rangeht, umso detaillierter wird das, so ist zumindest mein Plan, weil ich bin der Meinung, wir fahren eine Spur N oder ich fahre eine Spur N, und da werden viele, viele Details natürlich erst wirklich sichtbar, wenn man richtig nah rangeht. So, wir sehen jetzt, ich trage jetzt an dieser Stelle Weißleim auf. Das hat zwei Gründe. Zum einen unterbinde ich eine Rissbildung, denn ganz kleine Risse haben sich gebildet, weil ich das Ganze mit einem Ventilator immer trockne. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen bei mir. Ist aber nicht weiter schlimm, weil in diese Spalten tritt der Weißleim jetzt ein. Auch jetzt beim Arbeiten steht hier auf der linken Seite, wir sehen es gerade nicht, aber vielleicht sehen wir es in anderen Einstellungen nachher nochmal, steht ein Ventilator. Ja, da ist er. Sieht man ja. Der lüftet permanent, während ich da arbeite. Und das hat natürlich den Vorteil, dass ich, was ich jetzt mache, mit dem Pinsel, dieses Eintupfen in den feuchten, noch formbaren Spachtel mit dem Weißleim, massiere ich sozusagen den Weißleim mit ein und gebe den Ganzen noch feinere Strukturen durch den sehr, sehr rauen, kräftigen Pinsel. Das kann ich so richtig immer so ein bisschen nach oben drücken. Und wir sehen es jetzt hier, man kann sich es immer noch schlecht vorstellen, weil keine Farbe drauf ist. Es werden wirklich feine Details nachher zu sehen sein irgendwo. Sowieso, wenn das begrünt wird, wenn da Moos dran kommt, wenn da Bäume sowieso alles und so weiter und so fort. Und wir sehen es jetzt hier, wenn ich mal ranzoome, es ist doch einiges, was man schön sehen kann. Und ich kann immer noch mit einem Werkzeug, wenn ich das möchte, irgendwas freikratzen. Und die Oberfläche ist jetzt wirklich steinhart, nicht nur weil der Spachtel hart geworden ist, sondern eben auch der Weißleim. Und diese wirklich harte Oberfläche ist auch erforderlich, wie gesagt, das sind abnehmbare Module, außer dieser Haufen hier vorne, der ist nicht abnehmbar. Ist aber alles so gebaut, dass alles irgendwo eine Fläche ergibt, auf der linken Seite zu den Steinen, zu dem Felsgebilde, was da hinten ist. Was übrigens noch nicht fertig ist, das habe ich damals nur grob bearbeitet. Auch da sind die Übergänge nachher kaum sichtbar, außer man weiß es. Das ist natürlich wie mit allem, was ich weiß, das kann ich natürlich auch sehen. Was ich nicht weiß, das übersehe ich schnell mal an. So ist das natürlich auch gedacht hier irgendwo. Und ihr kennt mich, ich male alles schwarz, was bei mir erstmal wieder fertiggestellt worden ist, auch so auch hier. Und hat auch den Vorteil, weil ich ja nicht sofort vielleicht an der Stelle weitermachen werde, dass ich keine bunte Anlage irgendwann zu stehen habe. Mir hat es sowieso gereicht. Ich habe diese grüne Seite langsam satt gehabt hier drüben. So wie in der vorletzten Folge ich auch sagen konnte, das Grüne und Rosa auf der linken und mittleren Seite, ich konnte es nicht mehr sehen. Wenn das jetzt schwarz ist, ist es zwar auch nicht schön. Viele sagen sich mal, das sieht ja aus mit dem Schwarz. Ja, aber das ist doch nicht der Endstand. Da kommt doch noch die richtige Gestaltung oben drauf. Und nach vorne hin jetzt hier, hier ist praktisch das Schrankende, hier wird die Tür zugemacht. Das wird auch alles schön verarbeitet, das wird so gemacht. Also mein Plan ist es zumindest, das Ganze so zu gestalten, als wenn hier ein Schnitt durch die Landschaft gemacht worden ist. Ich möchte also hier keine wirkliche Kante haben, wo man sagt, ah, die Modellbahn hört hier auf. Nein, ich möchte so, als wenn man hier tatsächlich mit einem großen Messer durch den Kuchen geschnitten hat, wo man auch die, den Schnitt halt sieht, ja, die Erdkanten dann hier oder irgendwas werde ich mir dann noch einfallen lassen. Ich werde noch ein bisschen tiefer spachteln. Da unten sehen wir zwei Magnete. Wir sehen jetzt, da sehen wir sie schon eingearbeitet da unten rechts. Das sind die Magnete, die die Abdeckung halten, wo die
Anlage an der Stelle zugemacht werden kann. Ja, ich möchte also nicht da drunter gucken, das habe ich also auch ein bisschen ausgeblendet. Wir werden es auch gleich nochmal sehen. Da unten sieht es rümpelig aus, ich habe das schwarz gemacht, damit man das nicht so sieht. Ist ein bisschen peinlich, wenn man solche Stellen auf der Anlage hat, hat wahrscheinlich jeder irgendwo. Aber ich habe die Möglichkeit, durch den Videoschnitt das wegzumachen. Und ja, auch hier Weißlein natürlich dran. Hier sehen wir ab und zu mal so ein bisschen schwarz aus dem Pinsel kommen. Das liegt einfach dran, dass ich den Pinsel natürlich vorher benutzt habe, um das da oben alles schwarz zu malen. Und habe ihn ausgewaschen, aber wahrscheinlich nicht hundertprozentig. Aber was ist daran schlimm? Ich male das sowieso noch schwarz, was wir hier sehen. Man kann auch ruhig ein bisschen schwarz in den Weißleim reinlaufen. Überhaupt nicht weiter schlimm. Und rechte Seite, wie gesagt, da geht es dann raus aus dem Schrank. Und die Seite da hinten drauf von den Arkaden, was wir sehen, da geht es auch rum. Da hinten ist nachher noch meine, jetzt habe ich das Board abgeschnitten, ne? Habe ich da hinten meine Doppelkreuzungsweiche noch. Da geht es komplett auf die andere Zimmerseite noch zweimal. Einmal weiter oben, einmal weiter unten. Kommt aber alles später noch. Werde ich euch alles noch zeigen. Und ja, jetzt sehen wir es jetzt hier unten. Sehen wir es, habe ich das schwarz gemacht. Bisschen peinlich. Und ja, so ist es weniger peinlich. Und ja, ihr seht, jetzt mache ich das auch noch schwarz. Ich habe schon angefangen hier mit der Landschaftsgestaltung etwas weiter links, den Deckel, den man abnehmen kann. Das wäre ein bisschen zu viel für das heutige Video gewesen. Deswegen packe ich das ins nächste oder übernächste Video rein, wo ich euch dann zeige, wie endlich die Landschaftsfarbgestaltung losgeht. Würde ich sagen, macht's gut für diese Woche. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, nächste Woche Freitag 16 Uhr. Dann bin ich wieder pünktlich für euch da. Und dann verabschiede ich mich bis dahin. Macht's schön gut, eine schöne Woche und bleibt mir treu. Ach so, der übliche Aufruf zum Abonnieren und zum Liken, aber das ist euch überlassen. Macht's schön gut. Tschüss.